hier ist es radioaktiv. Okay, hier nicht mehr. Ich habe bis jetzt aber auch noch gar keine Algenfelder gesehen, fällt mir gerade auf. Schwimmen wir mal ein Stückchen in diese Richtung. Ich glaube, hier sind wir noch nicht hingeschwommen. Ja, man kann sich auch gegen diese Radioaktivität, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, man kann sich auch dagegen schützen, indem man sich einen neuen Taucheranzug macht. Allerdings muss man dafür Blei machen. Und da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht erkundigt und damit beschäftigt, wie das funktioniert. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier so mein Überleben gesichert kriege. Bin jetzt auch echt froh, dass ich schon, ja, jetzt müssten es ungefähr 2,5 Folgen sein. Kupfer! Jawoll! Ganz gut mit meiner Gesundheit klarkomme. Und wir haben auch noch ein Medipack, das wir übrigens mal einsetzen könnten. Da ist nochmal Salz. Und es läuft gerade nicht schlecht, finde ich. Eigentlich läuft es ganz gut. Boah, ganzer Schwarm von diesen Piepern. Ah, und da sind Algenfelder. Dann nehmen wir uns mal ein paar von mit. Die brauchen wir nämlich für ein neues Minipack. Denn wenn wir eins verbrauchen... Ich hab's doch geahnt, dass da so einer rumschwimmt. Oh, da ist noch einer. Okay, wir müssen es einfach wagen. Ich hoffe nicht, dass der uns ans Leder will hier. Komm schon. Mach! Die auch noch und dann ist gut. Die nachwachsen kann ich euch auch nicht beantworten, falls ihr diese Frage habt. Das weiß ich nicht genau. So, hiervon nehme ich auch mal was mit. Und von diesen Korallen nehme ich auch mal was mit. Nicht von denen, sondern von diesen grünen. Ich weiß nicht, ob ihr gerade wisst, welche ich meine, aber die wachsen dann so, an diesen komischen Röhren wachsen die. Schwimmen wir mal hier lang. Hier längs. Und da wir gerade Salz hatten, können wir auch diesen Fisch noch mal mitnehmen. Komm hier, komm. Hä? Sie sehen echt so lustig aus, ey. Das finde ich echt. Da hat ein bisschen was, ich finde diese R6 sehen so ein bisschen aus, als könnten die aus der Sesamstraße kommen, wegen diesen komischen Kulleraugen. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ich weiß nicht, wie hier sowieso nur 2 Meter unter Wasser sind. Ist wohl. Komm, dann nehmen wir. Nee, nehmen wir nicht. Hier, die meinte ich. Koralltubes. Kann ich die doch. Unser Inventar ist voll. Was? Mal eben ein bisschen weiter leer. Dann können wir hier auch das Zeug mitnehmen. Und da schaue ich mal eben kurz ins Inventar, weil manchmal steht da noch was anderes hinter. Calcium ist das. Alles klar. Sehr schön. Das ist also Calcium. Und ich hatte mal Calcium gesucht. Wie blöd, ey. Schon wieder so ein Seemottenfragment. Das brauchen wir nicht mehr. Könnte auch ruhig mal was anderes spawnen. Salz. Ja, und dann können wir uns gleich tatsächlich schon die Seemotten machen. Das finde ich echt cool. Allerdings setzt das wieder voraus, dass wir uns noch ein anderes kleines Gerät machen namens Beacon. Das ist so eine Art Peilsender. Denn wenn man sich zu weit von seiner Seemotte entfernt, dann kann es durchaus passieren, dass man das Ding nicht wiederfindet.
So, dafür haben wir alles. Sehr cool. Ein Seaglide wäre natürlich auch noch formidable. Alter, was talkst du da eigentlich? So, Bleiche können wir uns machen. Ja genau, ich glaube, die Bleiche brauchen wir doch fürs Midi-Pack, oder? Wie war das noch? Ja, genau. Dann machen wir uns mal die Bleiche. Dann können wir nämlich ein zweites Midi-Pack machen und es auch direkt aufbrauchen. So, und jetzt wollte ich nochmal gucken, wie das hier mit dem... Ein Kupferkabel fehlt uns dafür. Können wir ein Kupferkabel machen? Nee, wir können kein Kupferkabel machen. Dafür fehlt uns nämlich... Einmal Kupfer. Achso, wir haben gar keine Fische am Start. Haben wir denn Salz? Jo, zweimal. Okay, schauen wir mal, was wir uns noch an Tools machen können jetzt eventuell. Einen Dive Reel können wir uns machen. Silikon und ein Fessel brauchen wir für einen Airbladder. Was ist das? Wahrscheinlich so ein Sack zum Auftauchen. Und für den brauchen wir natürlich noch einen Computerchip. Und für den Computerchip brauchen wir ganz wilde Sachen, sowas wie Silber. Und das ist, glaube ich, echt selten. Naja, wie dem auch sei. Ich werde mal kurz ein Medikit benutzen. Und dann werde ich einen Fisch trinken, einen Fisch essen und eine Flasche Wasser trinken. Genau, dann nehme ich noch eine Flasche Wasser mit. Dann haben wir noch ein bisschen was dabei. Das können wir im Prinzip eigentlich auch wieder aufessen. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch gerade nicht. Genauso wenig wie das Titanium und das Glas. Wie viel Platz war hier noch in der Kiste eigentlich? Wie viel Platz war da noch drin? Bitte. Ein bisschen. Das können wir da auch mit reinschmeißen. Das auch. Und das Glas behalten wir dann einfach erstmal. Wir können dann auch noch einmal Titanium herstellen hier an dem Automaten. Damit das Scrap Metal nicht so viel Platz wegnimmt. Jo. Was ich jetzt ein bisschen verpasst habe während der ganzen Spielzeit hier, ist es Screenshots zu machen. Muss ich das wieder nachträglich machen. Ich muss da wirklich dran denken, das direkt aus dem Spiel zu nehmen. Man kann hier irgendwo, man kann hier irgendwo dieses ganze Dings ausblenden. Und da können wir wunderschöne Screenshots machen. Das würde ich dann gerne machen, wenn ich da mal dran denke. So, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir uns hier, was wollten wir denn machen? Genau, ich wollte euch die Seemotte zeigen, aber ich bin am Überlegen, ob ich das nicht lieber tagsüber mache. Außerdem steht das Ding hier ein bisschen blöd. Das ist so besser. Aber ich glaube... So, in diese Richtung sieht das ganz gut aus. Und ja, wie passend. Da geht auch die Sonne auf. Ach nee, komm, wir machen das ganz anders. Kann ich da jetzt nicht, kann ich den nicht nehmen oder was? Erstmal aufsteigen. Ich will den doch einsammeln. Gib mir das Teil. Naja, wie auch immer. Wir machen jetzt einfach mal. Guck mal. Oh nein, uns fehlt Kupfer. Hab ich das Kupfer drin liegen lassen, nicht Trottel oder was? Mensch. Sag das doch mal einer. Chamäleonfisch. Mit einem Loch drin. Ein Chamäleon-Fisch. Hä? Wie heißt das Ding? Holefisch. Ja, geh mal her.
Den nehmen wir mal mit, den können wir ausprobieren, wenn wir hungrig sind. So, und jetzt ist ja schon schön ein Tag geworden hier. Drehen wir uns mal so ein bisschen den Sonnenaufgang einfach. Damit er so schick aussieht gleich. Denn das ist echt cool, wenn man sich die Route macht. Kletter mal hoch da. Vehikel. Alter, jetzt fehlt uns wieder das Titanium, ey. Ich könnte kotzen. Was ist denn hier los? Du Scheiße, Mann. Ich hab das Titanium gerade wieder weggepackt, die Blödi. 1, 2, 3. Jetzt ist es aber auch mal gut hier. Klein. Kleimt da mal ab, du Arsch. So. Aber jetzt. Juhu. Und da fangen sie auch schon an. Jetzt craften die das Teil dahin. Finde ich ziemlich cool gemacht. Und dann plumpst es sehr schön ins Wasser. Flatsch. Hm. Jo. Und jetzt haben wir unser erstes kleines U-Boot. Ist nicht geil? Ah, das sieht so cool aus. Das sieht wirklich sehr cool aus. Und wir können damit fahren. Das ist allerdings nicht so einfach. Auf jeden Fall geht es damit richtig. Wir fahren jetzt einfach mal ein Stückchen. Gucken, wo es hier so runter geht. Seht ihr, und das ist das, was ich meinte, wenn man sich jetzt ein Stück davon entfernt und man so ein bisschen verpeilt ist, wie ich ja manchmal gerne spiele, dann finde ich das einfach nicht mehr wieder. Ach doch, es blinkt jetzt neuerdings. Oh, das ist cool, man braucht kein Beacon. Juhu! Das finde ich super. Das ist sehr cool. Da freue ich mich sehr. Ich würde jetzt gerne mal hupen. Boah. Alter, irgendwas. Naja, ich weiß nicht, was das war. Das macht doch solche Geräusche, wenn wir gegen so einen kleinen Fisch stoßen oder was. Ist ja heftig. Aber zum Glück verlieren wir keine Gesundheit dadurch. So, und jetzt bringe ich das gute Stück mal wieder zurück. Denn ich werde jetzt ein kleines Folgenpäuschen einlegen. So, mal schön geparkt hier. Das sieht doch gut aus. Oder was? Bisschen wie Mutter und Kind. Keine Ahnung. Ach, falscher Knopf. Ficky. Wie war das jetzt? Nee, das war's auch nicht. Das war's. So. Das war's. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Ich werde jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen, wie gesagt, und ein Schlückchen trinken. Und dann melde ich mich später nochmal wieder. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Henny. Ciao.